Salve ragazzi und herzlich willkommen zu Spiel 6 der World Series, der Second Season. Ja, hier bei International Superstar Soccer Deluxe auf meinem kleinen Kanal, ich bin der Colt. Wir sind immer noch auf unserer Reise Make Italia Great Again und wir kommen heute zum absoluten Klassiker. Zum Spitzenspiel Deutschland, Platz 1 gegen Italien auf Platz 6 derzeit. Ihr seht es und ich will gar nicht zu lange um den heißen Brei rumreden, wir starten direkt rein. Ihr seht hier auch gleich das Passwort, um selbst mitzocken zu können, wenn ihr wollt. Wir schauen auf die anderen Spiele. Russland, Brasilien könnte interessant werden, genauso wie der Südamerika-Klassiker Argentinien, Kolumbien. Frankreich, Kroatien hört sich auch sehr interessant an für mich. Spanien gegen die Türkei, auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte. Die Österreicher, wenn wir schauen, ob die weiterhin ihre Siegesserie fortsetzen können. Also es gibt ein paar interessante Spiele. Puh, und das Team ja, ist einigermaßen gut drauf. Wir starten in Japan. Mittags, 13 Uhr Ortszeit. Bestes Wetter. Deutschland gegen Italien. Wir gewinnen die Platzwahl nicht. Italien verliert und spielt aber in der ersten Halbzeit dafür von rechts, von links nach rechts. So, also Deutschland bisher der stärkste Gegner, den wir hatten, da bin ich mir sicher. Gerade hier in dieser Second Season wird das eine echte Herausforderung. Graziano mit dem ersten Torschuss für Wagner. Jawohl! Drin ist er! Wichtiger Treffer, Gullito! Bombe! Wagner mit dem Abstoß! Passaro mit dem Kopfball auf Gullito! Der umspielt Müller und damit dem Wahnsinnstor! Perfekter Start für Italien. Gullito. Gullito, da ist er ja. Gut, Italien steht gut. Mega der Zusammenhalt im Moment. Wir wollen Deutschland schlagen. Das kommt ganz klar raus und ab ins lange Eck, damit aber Wagner hat aufgepasst. Kann hier den Ball nur zur Ecke klären. Und jetzt Graziano. Boah, prüft erneut Wagner. Italien stark. Italien stark. Da kommt Carboni, aber Wagner passt auf. Zappa. Jetzt Deutschland. Die darfst du nicht unterschätzen und darfst du niemals aus den Augen lassen. Da war mehr drin. Carboni hätte gehen können. Gleich vorne. Boah, klasse Spiel der Italiener. Muss man sagen. Passaro. Da kommt er gerade noch so ran. Boah! Wagner hat aufgepasst. Unglaublich gut, was Italien da gerade spielt. Unglaublich gut, unglaublich sicher. Hätte ich so nicht erwartet von unseren Jungs. Aber man darf auch nicht vergessen, es fehlt das zweite Tor, das definitiv Sicherheit geben würde. Wagner, sicher.
interception. Good catch. Califano. Ah, Stranz. Wird gefoult. Gut auf die andere Seite rüber. Wahnsinn! Graziano holt sich den Ball. Was macht denn Italien da für ein gutes, gutes Fußballspiel? Kleinmann. Aber Italien sollte, Deutschland sollte man niemals unterschätzen. Niemals. Da ist er schon. Kleinmann. Wird gefreut. Ranz, der vermutlich Stefan Strunz darstellen soll. Kleinmann brauchen wir auch nicht reden, wer das sein soll. Wer könnte das denn wohl sein? Wir wissen es nicht. Wagner im Tor. Versucht Bock anzuspielen. Kleinmann auf außen. Antonini passt auf. Sieke, da haben sie ihn laufen lassen, das ist nicht gut. Ah. Unnötiges Foul, unnötig, einfach nur. Gut gehalten. Daisy Nonne! Gut. Eckball. Jawohl! Pasaro! 2-0! Polito auf Pasaro und Kleinmann. Verliert das Kopfballduell. Italien damit auf dem Weg zur Halbzeitführung. Natürlich. Oh. Hart umkämpfter Ball. Hart umkämpftes Spiel auf jeden Fall. Oh, Wagner. Ja, man hat es geschafft, Deutschland zurückzudrängen in die eigene Hälfte. Gut durchgesetzt. Wichtig. Califano. Boah. Italien drängt aufs dritte Tor. Gut. Da kannst du absolut nicht mehr gern, was Italien da macht.
Halbzeit. 2-0. Das ist nice. Nein, im Pfosten! Das gibt's nicht! Innenpfosten. Der war doch schon drin. Boah. Deutschland kommt jetzt. Knapp drüber. Deutschland müsste jetzt kommen. Italien gewinnt gerade die Oberhand über dieses Spiel. Und das freut uns natürlich. Boah. Gut, schön über außen gespielt. Graziano auf Passaro. Der spielt sich frei. So knapp. Wagner auf dem Weg ins falsche Eck. Sicherheitshalber auf die Ecke gegangen. Ja, auf den Einwurf gegangen, natürlich. Können wir Deutschland von Platz 1 vertreiben? Das auf jeden Fall, wenn wir gewinnen. Selbst können wir den Platz 1 wahrscheinlich nicht erreichen. Da es noch genug andere Teams gibt, die ebenfalls 5 Siege hatten, beziehungsweise dann den 6. Sieg jetzt gerade klar machen. Aber noch haben wir gegen Deutschland nicht gewonnen. Mit Deutschland musst du immer rechnen. Passaro. Im Zweikampf mit Klarhold. Gut. Einwurf. Das war unnötig. Italien jetzt in einer schwächeren Phase, da aber Premoli. Foul.
voll an Klarheit von ein paar Sachen. Ich bleib dabei, in der Souveränität hätte ich es mir gar nicht träumen lassen, dass wir gegen Deutschland spielen. Boah, aufs Dach drauf. Das hätte auch anders ausgehen können. Wie gesagt, wir waren auch dem 3:0 sehr, sehr nahe. Premoli trifft den Innenpfosten. Und jetzt gibt es wahrscheinlich Grund zu jubeln. Denn wir sind in der Nachspielzeit und Italien versucht nochmal einen Angriff zu starten. Jawohl! Das war's. Colito macht das dritte Tor. Deutschland damit geschlagen. Wagner kann den Ball nicht festhalten von Carboni. Wir schauen nochmal. Und dann ist es passiert. 3:0, souveräner Auftritt der Italiener. Gut, zappa. Also, Pasaro. Nochmal mit der Interception. Boah, da dreht er sich dann raus. Leider. Carboni macht Kolle kaputt. Der natürlich den Kokser darstellen soll, Jürgen Kohler. Brauchen wir nicht reden. Lahold soll sich ja auch Thomas Berthold da gestellt haben. Nur so viel dazu. Wir gewinnen 3:0. Fantastisch. Das freut mich tierisch. Belgien gewinnt im Penalty-Schießen gegen die Griechen. Interessant. Brasilien schlägt Russland. Und die Rumänen, die uns geschlagen haben, schlagen auch die Mexikaner. Kamerun gewinnt gegen Nigeria. Das Afrika-Duell. Argentinien gewinnt gegen Kolumbien das Südamerika-Duell. Frankreich verliert gegen die Kroaten. Portugal gegen England und Austria. Austria alle 6 Spiele gewonnen. Deutschland jetzt punktgleich mit uns auf Platz 5. Und wir treten im nächsten Spiel an gegen ebenfalls auf Platz 5, 5 Siege, eine Niederlage. Brasilien, die nächste Hammeraufgabe für uns. Tja, Leute, werden wir es schaffen oder nicht? Seid wieder mit dabei. Mir bleibt nichts anderes weiter übrig, als zu sagen, danke fürs Zuschauen. Wart ihr auch davon überzeugt, dass wir Deutschland schlagen? Ich war ehrlich gesagt nicht so ganz überzeugt. 3:0 war es am Ende, eine souveräne Leistung. Respekt an die Mannschaft. Dementsprechend bin ich raus und sage Tschüss, Ciao und Servus.